Wieder ab. Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, jetzt schauen wir uns endlich die Schmick mir nach Challenge an. Ich habe einige Nachrichten von euch bekommen, dass wir uns den weiteren Teil ansehen werden. Es sind tatsächlich wieder zwei Folgen rausgekommen. Einmal bei Carina auf dem Channel und einmal bei Sayuri. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, leider. Auf dem Kanal. Wir werden uns beide ansehen. Ich weiß nicht genau, die von Sayuri werden wir wahrscheinlich erst am Donnerstag schaffen, weil ich habe jetzt einen strukturierten Uploadplan. Deswegen ist alles ein bisschen strukturierter. Aber wir werden uns auf jeden Fall auch noch ansehen. Ich denke, Donnerstag werden wir dafür Zeit finden, Freunde. Instagram bestimmt unser Make-up Schmink mir nach Challenge. Ich bin sehr gespannt, inwieweit dort Instagram involviert ist. Ich habe nichts mitbekommen. Ich muss aber auch sagen, ich habe vielleicht ein, zwei Stories verpasst von Carina und habe deswegen vielleicht eine eventuelle Abstimmung nicht mitbekommen, Freunde. Ich bin aber gespannt. Wir schauen rein. Ihr wisst, Freunde, ich liebe diese Schmink mir nach Challenge. Irgendwann, Carina, beim Wort, bin ich dabei. Also, natürlich, wenn es für dich in Ordnung ist, aber irgendwann, wenn ich mal wieder in der Nähe bin, wenn ich irgendwie in der Nähe sein sollte, dann kann ich meine Make-up-Skills rausholen und dann kann ich dir auch mal ein bisschen was beibringen. Dann bin ich mal so nett und zeig dir mal, wie man hier und da so ein bisschen, ey, ich kenne mich doch aus, Eyeliner, Rouge, Push, Contour und so. Ich kenne mich aus, also ich kann dir ein bisschen was beibringen, bestimmt. Ja, Freunde, wir schon rein. Link zum Original, ganz wichtig in der Beschreibung, schaut gerne vorbei. Let's go. Auf jeden Fall jemand, dass wir eine Monobraue machen. Ja, gut. Oh lol. Das sieht so scheiße aus. Okay, also. Oh. Ganz kurz, Freunde. Hallo, okay. Mein Lieber. Ich denke, dass Instagram so, dass sie auf Instagram so Vorschläge machen konnten. So, hey, macht sowas mit rein. Und die müssen das beide machen. Und dann schaut man halt, wie es bei dem jeweiligen aussieht dann. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer weiteren Schmink-mir-nach-Challenge. Hallo. Ja, wie die liebe Maus. Hallo. Ihr kennt sie bestimmt schon von Twitch, kennt bestimmt ein oder andere. Und du warst ja auch schon ein paar Videos hier. Stimmt. Als Elfe, Candy-Mädel, warst du auch schon in den Candy-Videos, ja. Ne? Zuckerwatte. Die Effekte sind so gut. Aber wir haben noch kein Lava-Video gemacht. Genau. Und wir haben eine Challenge bei ihr auf dem Kanal gedreht. Also, wer sie nicht abonniert hat, Leute, sofort. Tut es. Da gibt es nämlich ein Video, wo ich ihr erkläre, was sie malen soll. Und sie ist danach schon super witzig. Ist super geworden. Und jetzt, diese Challenge wird so, dass sie es vorschlägt, aber mit eurer Hilfe. Und zwar, als sie bei Instagram nämlich okay. dass ihr ein paar Inspirationen geben sollt. Und okay, ich bin gespannt, Leute. Stattdessen wird sie sich jetzt ein bisschen orientieren und mir erklären, ja, wie das Ganze aussehen soll. Mhm. So, würde ich sagen, Trennwand-Tom? Ja, ja. Der Trennwand-Tom. Ich sehe jetzt schon an den ganzen Ideen, dass es richtig hässlich wird, ne? Manche Leute. Ey, aber schon mal Props, die Trennwand ist besser dieses Mal. Okay. Wir machen wieder nur die Hälfte, würde ich sagen, ne? Oder? Ja. Ja, nein. Ja. Ja. So, ich mach links. Ich muss auch nochmal sagen, ich weiß leider, wie gesagt, nicht Sayuri. Also ich kenne sie, aber ich weiß nie. Ich struggle immer bei manchen Leuten, wie man den Namen ausspricht. Aber ich muss sagen, sie sieht auf jeden Fall richtig fresh aus. Erstmal so vom Style her, finde ich. Ich habe ein paar Twitch-Sachen von ihr gesehen. Aber ihre Haare sind crazy gut, finde ich. Also es gibt nicht so viele Frauen, finde ich, die in so Kurzhaarfrisuren stehen. Aber ihr stehen auf jeden Fall kurze Haare sehr, sehr gut. Mal so nebenbei erwähnt, Freunde. Komplimente, Flo, wieder am Start heute. Okay. Wollen wir dann erstmal Gesicht abteilen, wie ja, wir es eben gemacht haben? Auch wieder so Dreiecksmäßig oder einfach sagen, so einen geraden Strich? Nee, oder? So ein gerader Strich ist irgendwie nicht so schön, oder? Ist so langweilig. Ja, ja, aber Dreieck. Ein paar Dreiecke. Zickelzacke. Ne, halbes Dreieck. Das ist was nicht aufgepasst. So, dann gucken wir hier mal rein. Nehmen direkt hier diesen ersten. Ja, das nehmen wir auch. Okay. Ihr seid schuld. Ihr wolltet es so. Bist du fertig mit den Dreiecken? Ja. Okay. Okay. Also, das Ding ist, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil wir das Gesicht ja jetzt so geteilt haben. Ja. Ja. Also, ihr wollt ja auf jeden Fall jemand, dass wir eine Monobraue machen. Okay. Ja, gut. Wir können die Monobraue ja trotzdem machen. Wir können die ja trotzdem einfach machen. Ist ja egal, ne? Das war echt eine gute Idee mit der Monobraue. Das sieht so scheiße jetzt schon geil. Also, wir machen die Nase, also oh die eine Gott. Hälfte von der Nase jetzt grün. Okay. Aber dieses eine Grün hier, dieses Light Green. Okay. Also einfach nur grün die Nase oder machen wir so ein Näschen wie bei so einer Katze oder? Nee, die Nase bis oben mal. Ach so, komplett die Nase? Ja, mal kein so ein Stupsnäschen. Okay. Okay. Einfach so richtig wie ein Gurk. Hä? Aber warte, sie macht ja die falsche Seite. Sie macht die falsche Seite. Sonst haben sie immer die rechte Gesichtshälfte bemalt. Carina wird auf jeden Fall ihre rechte Gesichtshälfte bemalen jetzt. 100%. Genau. 100%.
Ja, sie hat die andere Seite. Okay, aber es ist ein bisschen cool. Beim nächsten Mal wäre es vielleicht auch cool, Vorschlag Flo am Start, wenn einer die linke und einer die rechte Gesichtshälfte malt und man die dann so aneinander photoshoppt oder sowas und dann hat man den direkten Vergleich. Oder man das so weiterzeichnen müsste. Man kann viel mit dem Format machen, glaube ich. Sieht cool aus. Und wie lecker sieht bitte dieses Grün aus, Alter? Boah, das sieht aus wie so ein richtig geiler, keine Ahnung, Avocado-Shake oder sowas. Okay. Dann nehmen wir ein dunkleres Grün und einen kleinen Pinsel. Ja. Am besten hier dieses Schimmer, Peacock Schimmer. Ja. Ja, nehmen wir das. Und machen jetzt so, wie bei Pickle Rick, Punkte. Ne? Auf die Nase. Ja, genau, da wo das Grün halt so ist, ne? Okay, das ist cool, das ist schon mal cool. Ja, haben wir einen kleinen Pickle-Rig auf der Nase. Aber das Ding ist, macht sie jetzt komplett die falsche Seite, also dauerhaft, oder changed sie irgendwann nochmal? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Mysterium. Aus dem Alien. Ja, ne? Aber das Alien, was gemobbt wird von den anderen Aliens. Ja, scheiße. Hä, das arme Alien, Mann. Dann umranden wir jetzt das eine Auge. Ja. Aber nicht so rund. Eckig? Nein. Also ich meine nicht so wie so ein Kreis, sondern eher so, kannst du dir aussuchen, also ein bisschen so geschwungen und so, nicht so wie. Aber es ist echt interessant, ich check's gar nicht gerade, warum jetzt sie auf einmal die linke Sichtshälfte macht. Ist wahrscheinlich voll uninteressant und ich find's gerade voll interessant. Na gut, Freunde, schau mal. Ja, einfach also so ein bisschen umkreisen. Bisschen so ein bisschen rum. Aber unterm Auge schon, ne? So. Also das Auge umranden halt. Ach so, ja. Ne? Ja. Also okay. Schon wie ein Pirat so, aber ja, halt ja. Nicht wie ein Pirat. Okay, gut, sehr gut erklärt. Ich weiß halt schon mal, was die hier noch so geschrieben haben. Voll viele Sachen kenne ich halt nicht, weil manche. Sieht einfach genau aus wie ein Pirat. Halt true, actually, einfach ein Pirat. Einfach ein Pirat. Die dann irgendwelche Charaktere hier geschrieben haben. Das, sag mal Bescheid, wenn du fertig bist. Ja, das war schön. Dann müssen wir jetzt, brauchen wir jetzt gelb. Was machen wir mit dem Gelb? Tolle also Sachen. Über der Lippe, ne? Ja. Machen wir sozusagen so ein Rechteck. Ein Rechteck? Hä? Nein! Hä? Du malst sozusagen die Lippe damit auch mit aus. Das sieht so hässlich aus. ich hab geil. Vorher gesagt, ich check's gar nicht. Ich bin so gespannt, ey. Naja, aber es ist Real Talk, es ist schon mal strukturierter als bei Ju. Es ist schon mal strukturierter als beim Ju-Video, meiner Meinung nach zumindest, Leute, ja. Geil, ist das hässlich. Dann nehmen wir Das ist schon mal besser als bei Ju auf jeden Fall. Ja. Nee, erst weiß. Okay, sorry. Mit einem ganz dünnen Pinsel am besten. Ja. Das weiß. Und dann machen wir an der Unterlippe, oh nein, unter dem Gelb, einen ganz schmalen Strich. Du wirst es vielleicht noch verstehen. Dann ist es braun. Aber sie hat auf jeden Fall einen Plan. Sie hat auf jeden Fall einen Plan. Das ist gut. Und machst da drunter noch einen Strich unter dem Weiß. Ja. Aber so ein bisschen dicker halt. Also ein bisschen nur, ne? Mhm. Also so ein kleines Rechteck sozusagen. Sieht aus wie so ein SpongeBob. Ja! Wie das SpongeBob? Ja. Ah, ich wollte es direkt sagen, oder malst du einfach einen SpongeBob so? Hä, stimmt, aber es ist ein richtiger SpongeBob. Von SpongeBob. Ha. Von hinten. Hä, voll stark. Ich kann nicht so viele Motive von den Leuten nehmen, weil das sind das nur noch Motive. Hä, voll stark, so ein SpongeBob. Okay, es wird einfach ganz bunt, ja. Kriegt er noch Beine oder einfach nur? Nö. Ja, keine Beine. Okay. Damit es noch hässlicher wird, nehmen wir jetzt Orange. Ja. Es wird ein Alien mit zum Teil Motiven von der Community. Ey, das ist aber geil, das ist cool. So kleine Characters so irgendwie malen, das ist ganz geil. Zwischen Pickle Rick und dem schwarzen Umrandung, ne? Ja. Da fängst du an, nach links unten einen Strich zu machen. What? Was? Wie so ein Dreieck, nach links unten so ein Strich. Ein halbes Dreieck, glaube ich. Also du bist jetzt zwischen schwarz und grün. Ja. Und dann machst du nach links unten einfach so einen Strich. So Richtung SpongeBob? Ah, du hast es ja rechts. Ja, ich hab's ja andersrum. Stimmt. Ja, guck, also warum machen sie es jetzt so? Haben sie das sonst auch gemacht? Warte, bin ich gerade verwirrt? Haben sie es sonst, nee, sonst haben sie es immer auf der rechten Gehirnhälfte gemacht, wollte ich gerade sagen. Mir wird jetzt gerade kein Video vorgeschlagen. Vielleicht habe ich auch scheiße gedacht, Leute, ich weiß es doch auch nicht. Ich nehme jetzt doch wieder ein Motiv von den Leuten. Ja. Dann machst du jetzt so einen. Oh Gott, wie erkläre ich das? Machst du jetzt so einen Halbkreis? Was wird das? Nach oben. Also, hast du nicht aufgepasst? Ja. Weißt du, wie ich meine? Nee, aber Ju hat es auch auf dieser Seite gehabt. Danke für die Rückblende. Orange? Von dem Orange nach oben so ein bisschen Richtung Schwarz halt. Wird das quasi ein Schmetterlingsflügel?
Nein. Nein. Ja, okay. Hä, aber wie Carina das auch so schnell checkt, ich würde, selbst wenn der Schmetterling schon auf meinem Gesicht wäre, würde ich denken, okay, was wird das? Ich werde richtig schlecht in sowas, glaube ich. In allem, was irgendwie künstlerisch mit Zeichen und so Begabung verlangt, bin ich schlecht. Okay. Bei mir sieht es safe nicht aus wie Schmetterlingsflügel. Dann machen wir den auch orange aus. Leute, was macht ihr mit... Das sieht eher aus wie so ein sehr schlechtes Herz. Wie ein sehr schlechtes Herz oder ein Daumen nach unten. Es ist einfach ein Daumen nach unten, glaube ich. Vielleicht zeigt ihr Gesicht die Wahrheit, ich weiß es nicht. Wie soll ich eure ganzen Motive, die ihr mir geschrieben habt, unterkriegen? Es sieht safe scheiße aus. Diese Monobraue, ne, das ist nicht... Ich finde, das macht das Ganze sehr schön. Ja, beautiful. Wunderschön. Ja, wunderschön. Ein paar schwarze Streifen da noch rein. Nee, das sieht voll aus wie so... Kennt ihr diese Herzfische, die so ein Herz haben als Form? Das ist einfach ein Herzfisch. Kennt ihr Herzfische? Die sind richtig süß, Mann. Esst keine Herzfische, Freunde. Und auch keine Babydelfine, haben wir gelernt. Ah, also wir machen ja so, wie die Form auch von der Augenbraue ist. Okay. Problem ist ja, dass da der Panda, diese schwarze Panda-Fleck ist. Wie so eine Katze sehe ich jetzt aus. Oh. Nein! Hä? Voll in den Schmetterlingsflügel rein mit meinem Pinsel. Oh, egal. Nein. Es ist einfach noch ein Strich. So. Hä, sieht irgendwie cool aus. Sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Schmetterling auf dem Schmetterlingsflügel. Okay, daneben machen wir so Art Kreise. Was? Wo? 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 So zwischen Ohr und Schmetterlingsflügel. Ist da Platz bei dir? Ihr bisschen. Also fast nichts. Echt? Also ein ganz bisschen nur, ja. Ja, da machen wir so drei so Kreise. Okay. Die musst du auch ausfüllen. Und dann haben die so Haare. Aber es sieht gut aus. Jetzt sieht's, aktuell sieht es bei beiden gut aus. Was man sonst nicht behaupten konnte. Also sorry an Ju und John, aber es sieht bei beiden ganz gut aus eigentlich. Wären das kleine... So kleine Blocks mit Härchen. Rußmännchen? Ja. Das ist cute. Die sehen bei mir gar nicht aus wie Rußmännchen. Was sind Rußmännchen? Was sind Rußmännchen, Leute? Rußmännchen. What the fuck sind Rußmännchen? Warum kennen das Leute? So habe ich früher Spinnen gemalt. So habe ich früher Spinnen gemalt. Rußmännchen. Leute, schreibt mir mal rein, ob ihr Rußmännchen kanntet. What the fuck sind Rußmännchen? Okay. So, dann weiß und damit noch so kleine Mini-Äuglein. Ey, aber Grine macht das echt gut. So schwarze Pünktchen sieht schon immer niedlich aus. Mir sind die ein bisschen größer. Ja, sind süß. Hä? Was sind doch? Ey, ja. Warum kennen alle Rußmännchen? Ja. Wir machen noch zwei kleine Ärmchen an den SpongeBob. Okay. Habe ich gerade entschieden. Ich als Künstler. Also, recht. Also auf der einen Seite geht's ja nicht, weil da das Gesicht. Also, ne? Jetzt fülle ich das einfach selber aus so, weil viele Motive passen da jetzt eh nicht mehr so hin. Okay, dann nehmen wir Lila. Das passt so gar nicht. Das Lavenderschimmer. Ja. Und umranden den Schmetterlingsflügel damit. Hä? Geht ja nicht. Carina hat ja schon alles umrandet. Okay. Aber nur so an den Flügelseiten. Das ist halt immer so geil. Carina macht immer so richtig schöne Motive, so richtig schöne Face-Paintings so. Und alle Gäste immer so... Irgendeine Scheiße ins Kind. True, true. Mein Schmetterlingsflügel sieht halt wirklich nicht aus wie ein Flügel, sieht eher aus wie so ein Po. Mann, jetzt am Kinn so, ne? Ja. Und dann ist so blau, so das dunkle Blau, wie heißt das? Bright Blue. Und dann gehst du von Kinn, du umrandest, also du konturierst sozusagen dein Kiefer so damit. Also so ein Kiefer, Strich. Ey, Kiefer ist so ein komisches Wort. Dein Kiefer, das hört sich so Kiefer an. Kiefer ist richtig weird. Wir entdecken immer komische Wörter, Leute. Ich brauche mal so eine Liste, wo ich alle komischen Wörter aufschreibe, die wir gemeinsam entdeckt haben. Kiefer. Denkt mal drüber nach. Kiefer. Das hört sich so mächtig an, Alter. So ein riesen Kiefer. Zum Ohr. Ja, wie so ein wie man das bei so einem Skelett unten macht. Also nur dieses Kieferding quasi, ne? Steht SpongeBob da drauf oder ist das weit entfernt von seinen Füßen? Hallo? Nee. Wie so ein Fluss vom Kinn zum Ohr Richtung Ohr. Okay. So, SpongeBob steht auf einem Felsen. Aus der silbernen Farbe. So, auf so einem Stein steht der hier so. Überm Wasser. Und genießt die Aussicht. Ihr seid schuld, es sind eure Motive. Eure Motive. Und meine Unfähigkeit. Hä,
Hä, es geht doch aber voll. Also es ist auf jeden Fall besser als bei Ju und so. Also es ist kontrollierter irgendwie. Bei Sachen zu malen. Bei Carina sehen die Motive wenigstens vielleicht schön aus. Der Schmetterling ist actually gut. Der Schmetterling ist actually richtig gut, muss ich sagen. SpongeBob sieht gerade ein bisschen gruselig aus, weil Carina ihren Kopf, ihren Mund aufgemacht hat. Aber der Schmetterling ist wirklich gut. Nein. Wir füllen jetzt die ganze Fläche Was? Neben SpongeBob, über SpongeBob mit hellblau aus. Wird noch ein bisschen bunter, Leute. Wird noch ein bisschen bunter. Okay, okay. SpongeBob auch in seiner schönen Landschaft. In seiner Welt da. Schön. Guckt da die Landschaft an. Nicht uns. Das ist so hässlich. Hä, es geht doch noch kind, voll. Was irgendwie einfach irgendwie irgendwelche Motive aus. Auf so ein Blatt Papier klappt, ohne aus. Sinn und ohne Verstand. Wir hätten es vielleicht eher auf meinem Kanal drehen müssen. Die Leute bei dir denken sich jetzt, was ist mit ihr? Was geht da was ab? Stimmt nicht mit ihr? Okay, wir machen jetzt noch in das Blau kleine Ems, kleine Vögel. Kleine Ems. Ey, ich habe früher immer so Vögel, ich habe gute Vögel gemalt, Leute. Ich habe sehr gute Vögel gemalt. Vertraut mir, wann ich eins konnte, dann waren es M-Vögel. Das waren manchmal auch W-Vögel. Weil alle haben nur M-Vögel gemalt, ich habe W-Vögel gemalt. Alle so. Ich weiß, Leute, ich weiß. Ja, wie man als Kind so Vögel malt, weißt du? Ja. Ja. So als Kind hat man ja immer so Ems gemalt. Hat SpongeBob eigentlich eine Hand? Ich habe dem jetzt nur so einen Streifen. Nur einen Strich irgendwie als Arm. Okay. Er passt auch nichts mehr hin, ne? Aber ich glaube, das reicht auch. Das sieht schon cool aus irgendwie. Das sieht echt gar nicht mal so uncool aus. Das hat irgendwas. Also bei Carina auf jeden Fall. Der Schmetterling am Auge sieht fucking awesome aus. Ja. Ich glaube, mit allem, was man noch hinzufügen würde, wäre es viel schlimmer. Ich frage mich, wie groß dein SpongeBob ist. Wieso habe ich das Gefühl, dass er viel kleiner ist als Es kann gar nicht sein, weil sonst würde er über die Nase gehen. Stimmt. Geht er über die Nase? Nein. Okay. Ein bisschen kleiner ist er. Sogar noch. Ich bin hier noch bei den kleinen... Deine Sachen sind halt direkt wie 100 Euro besser, weil du noch schattierst und noch irgendwelche Details hinzufügst. Und meins sieht einfach aus wie eine Kinderzeichnung. So. Hä, ist viel besser als Kinderzeichnung. Gerade ausgucken. Ich habe echt Angst, wie es bei dir aussieht. Ich bin auf deinen SpongeBob gespeichert. Oh! Okay, ey, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht beides ganz gut aus eigentlich. Sieht beides gar nicht mal so schlecht aus. Real Talk, Leute. Das ist bis jetzt die beste Schmick-Mir-Nachfolge, weil beide Ergebnisse ganz gut aussehen. Real Talk. Ich habe das Gefühl, dass du ihn viel kleiner gemacht hast, als ich glaube. Also natürlich, Carina sieht viel besser aus. Muss man natürlich jetzt auch nochmal hervorheben, Leute. Aber trotzdem, beide sind akzeptabel. Aber wie denn? Das geht doch gar nicht. Okay, seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1. Du Schwein. Okay, und jetzt? Wie süß ist das? Meinst du, soll wirklich einfach mit Hä, ja, voll gut. Die geht so alles ineinander über. Und cute. Aber ist wirklich größer bei dir. Ja, sag ich doch. Hä? Aber du hast auch ein kleineres Gesicht. Wenn man ja, ich glaube, das liegt echt am Gesicht. Oh, ja, stimmt. Ey, real talk. Stimmt. Tom wieder, Ehrentom mit 300 IQ eingeschaltet hier. Ja. Ja. Aber bei dir geht der SpongeBob, glaube ich, auch weiter nach da. Ja, richtig. Er geht ja bis zur Hälfte des Auges. Guck, siehst du? Ich habe den echt größer gemacht. Naja. Aber du hast echt so richtige Schuhe und so gemacht. Ich nur so. Ey, diese Close-Up-Shots sind echt ein Wunder. Wundervolles Meisterwerk. Sprich als Bein. Ich meine, Schmetterlinge sehen auch richtig schön aus. Und bei mir einfach so strahlen so. Ich find's echt gut. Oh, die sehen voll süß ich aus. Ich hab sie ein bisschen zermatscht, weil ich dann das blaue Spinner so gemacht habe. Ja, nicht so schlimm. Oh, aber die sieht auch jede Scheiße gut aus, ne? Also gut true. Es ist true. Ja, aber es ist scheiße, true. Was? Es sieht einfach true. Alles gut aus bei dir, aber wie sie aussieht. Daumen nach oben, hab ich schon. Oh, es ist so süß geworden. Ich liebe diese Monobraun. Das ist so. Wo ist denn deine? Meine ist glitzernd jetzt. Oha! Dadurch ist sie voll weggegangen. Ja, das war auf jeden Fall eine witzige Challenge. Ja. Schaut euch unbedingt das Video, was bei Mao auf dem Kanal ist, an. Ey, da bin ich gespannt, da bin ich sehr gespannt, was das ist. Das war einfach alles. Ihr kennt das ja, ne? Das ganze Spiel. Natürlich auch kommentieren für den Algorithmus. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch jetzt hier so an Halloween-Paintings wünscht. Oh, ey, das wird echt ein cooler Kanal für Halloween, Freunde. Wird ein cooler Kanal für Halloween. Okay, Freunde, du kommst in ein großes Mini-Fazit. Das war die Challenge. Ich fand sie sehr gut. Man muss sagen, wirklich vom Ergebnis her, von beiden Seiten, war es bis jetzt die beste Challenge, weil beide Seiten, finde ich, ganz gut aussahen, ja. Ich bin für Halloween echt gespannt. Ich überlege mir auch noch irgendwas für den Kanal für Halloween. Es wird wieder sehr viele Horror-Videos geben, die ich mir ansehen kann.
Vielleicht werden wir auf dem Gaming-Kanal ein Horror-Game anfangen, wäre vielleicht ganz cool. Oder Livestream-technisch irgendwann, wenn wir da was auf die Beine stellen. Aber bei Carina auf dem Kanal bin ich auch gespannt. Halloween-technisch könnte da auf jeden Fall was gehen, Leute. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher noch bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Denn ihr wisst, nicht vier Tage an einem Video, sondern 4 Videos an einem Tag. Freut euch drauf, Leute, nachher noch ein weiteres Video. Habt einen wunderbaren Tag. Checkt auf jeden Fall das originale Video ab. Lasst da nochmal ein bisschen Liebe da. Dann sehen wir uns. Bleibt fresh, so wie immer. Und tschüss.